Hi Leute, Tim hier und wir spielen eine Runde Hearthstone im Ranked. Wir sind Platz 25, warum? Ich habe ja bestimmt schon vor Un'Goro aufgehört gehabt zu spielen und ja, habe ich mir gedacht, fängst du mal wieder an, Ranked zu spielen, da unser Deck sich ja doch ganz gut geschlagen hat. Müssen wir nur noch passende Karten finden. Also, wäre das jetzt im Casino mit 3x7, ich glaube, ich hätte gewonnen. Schauen wir mal, ob wir eine 1er oder 2er kriegen. Wäre doch deutlich besser. Jawohl, das ist doch eine bessere Hand. Mit der lässt sich was anfangen. Ich denke mal, ein Spiegelbild geht raus. Zweite Runde, der nächste Spot. Ja, könnte klappen. Spiegelbild haben wir hier noch. Spiegelgestalt. Und den Psychotron. Ah, sehr gut. Ich habe noch die Münze. Wenn er jetzt keinen Einser hat, dann... Na komm. Gib die Runde. Jawohl, er gibt mir die Runde. Und für die, die öfter zuschauen oder in Zukunft zuschauen werden, bei mir geht es hauptsächlich darum, ja, viele Tanks im Deck zu haben und diese Tanks dazu zu nutzen, ja, wie sagt man, zu warten, bis ich bessere Karten habe. Warum? Ich habe viele Karten aus meinen alten Paketen natürlich verloren, die jetzt nicht mehr aktuell sind, Schwarzfels und bla bla. Was nehmen wir denn jetzt? Ich muss auf jeden Fall was machen. Auf jeden Fall. High Punkte Damage sind schon mal nicht falsch. Selbst wenn er jetzt einen Arkan-Dingens hat, ist die Chance 1 zu 3, dass er trifft. Zumindest pro Schuss jeweils. Oder er macht es natürlich so, das geht auch. Und ich habe nichts. Ist die Frage, ich spiele das einfach mal aus. Es könnte Verschwendung sein, aber ich glaube irgendwie nicht dran, dass ich jetzt eine 3er, 4er Karte kriegen werde. Und so kann ich im nächsten Zug direkt angreifen. Schauen wir einfach mal. Habe ich mir gedacht. Hat sich immer gelohnt. So, wir nehmen den Feuerball. Für die, die sich fragen, warum es laggt nebenbei, ich lade gerade noch was hoch. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, Vollgas, Full Throttle müsste jetzt gerade bis Folge 15 laden oder so, wenn nicht sogar noch länger. Ah, danke schön, mein Freund. Das ist nicht nett von dir. Nehmen wir den 5er. Der 5er ist ganz gut. Und ja, ich weiß, als Mage Hogger drin haben, ist immer so eine Sache. Aber mir wurden ja, wie gesagt, eine Menge Karten rausgenommen, wie Sylvanas etc. Und ich musste ja irgendwie auffüllen. Und ich sag mal, ein Tank alle zwei Runden, jede Runde 1, 2, 2 ist schon mal nicht schlecht. Denn gerade wenn man viele Tanks hat, kann man gucken, dass man die, ja, diese Wall aufrecht erhält. Ist jetzt keine Pro-Taktik, aber bis Stufe 10 müsste es eigentlich reichen. Du bist doch ein... Zwingt er mich dazu, einen Feuerball zu nutzen? I don't like you, my friend. Feuerball geht raus. 3 Damage könnte ich machen. Lege 2, 3, 1. Oder ich warte bis 7. Ich glaube, das werde ich tun. 2 Damage, dann machen wir das. Jetzt könnte ich ihn hier vernichten, dann wird er weniger Schaden machen. Ich könnte aber auch 3 Damage rein und dann den Baron Gallon spielen. Meine Lebenspunkte sind ja eh geschützt erstmal. Es sei denn, erst Stufe 7, dann könnte ich natürlich auch Feuerball reinhauen. Nicht Feuerball, sondern... Ich frage mich, ob... Egal, riskieren wir es.
Dörfer. Naja, und den noch. Eine Geschichte voller Wunder und Magie. Das Angeln ist mein Leben. Ja, mit Glück können wir noch eine Karte ziehen. Bis Folger Baron Geddon alles aufräumt. Wobei, das wäre jetzt auch dumm, den zu spielen. Na, machst du deinen Feuer Flamestrike? Ich weiß, dass du ihn hast. Bist ein Mage. Mages haben immer Flamestrike. Ich frage mich, ob... Come on! I know it! Do it! Ich wusste es! Das gibt 5 Punkte Damage und... Ja, schauen wir mal, was wir jetzt damit machen. Mein Freund. Da ist er, mein Freund. Du musst den Sheep raushauen, sonst gibt's Damage. Hol den Sheep. Ich weiß, dass du's willst. Come on. Do it. Ich hab ihn auch im Deck. Was ist das? Okay, das geht natürlich auch. Ich könnte jetzt ihn rausholen und mir dafür eine kleine Wall bauen. Oder ich mache halt den hier. Und danach mit einem Flamestrike mir einen 7er eventuell holen, je nachdem was da ist. Wäre auch möglich. Ich glaube, das tue ich sogar. Ein Spiel. Nett, dass ihr mir Gesellschaft leistet. Haben selten die Leute im Deck, aber der kann schon mal ganz wichtig sein. Na, haust du den Sheep raus? Flamestrike, Sheep? Aber mit Flamestrike wäre der hier nämlich sofort weg. Und dann hätte ich gar keinen Value davon. Wirklich null. Ah, komm, da haut er den 6er raus. Genau, ich weiß es doch. Perfekt. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Gut, dann könnte ich mir 3 Punkte Damage einkassieren. Ich glaube, so werde ich das... Ich mache das so rum. 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ja, doch. Oh, sehr gut. Über mich wach. Na, haut er jetzt einen Flamestrike? Ich weiß, dass du noch einen hast. Das bietet sich doch geradezu an. Komm. Flamestrike. Flamestrike. Do it. Jetzt. Oder hast du keinen? Wenn du keinen hast, hast du ein Problem. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Oder auch nicht. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Killi. Feuerball, 3 Punkte Damage, traden, 4 Punkte Schaden. Definitiv, mein Freund, 4 Punkte Damage. So, es sei denn, der ist Magie, ne? Warum nicht? Ich bin mir fast sicher, dass er noch einen Flamestrike hat, aber ich brauche ein bisschen Damage. Das Dingo. Ja. Lassen wir es dabei. Wo ist der Flamestrike? Ich weiß, dass du ihn hast. Ist er das? Jetzt nein, bin aber ich nicht mehr einsam. Geladen und entsichert. Ein Zweier, den kann ich erstmal vernichten. Oder ich hole jetzt meinen 7er raus. Ich hole definitiv den 7er raus. Und hole mir dann eine 7er Kreatur. Alles Fleisch steht unter seinem Willen. Ach, so geil. Schade, dass er mir nichts bringt außer Damage, aber das macht gar nichts. Na, komm. Und einmal beenden. Hat sich's doch schon mal gelohnt. Die Wall steht immer noch.
Diese Runde geht an. Da hat der Hawkeye mir den Win gebracht. Wer hätte es gedacht? Plus dem. Was ist denn noch? Medivh, genau. Yeah! Da sag mal einer: Classic Decks in Verbindung mit ein paar neuen Karten sind scheiße. Zumindest im Low Rank funktioniert's. Ich sag danke und bis zur nächsten Folge.